Hallo Stadtgärtner, dies ist Oregano. Dies ist eine sehr beliebte Kräuterpflanze. Der große Vorteil davon ist, sie ist sehr anpassungsfähig. Sie kann nicht nur wie hier auf der Kräuterspirale wachsen, sie verträgt relativ starke Wassermangelstandorte und sehr wässrige Standorte, ist auch sehr gut geeignet, um zum Beispiel unter Gehölzen und Ähnlichem eine Schicht zu bilden, die das Wasser recht gut hält. Der Oregano neigt dazu, sich leicht zu verzweigen, Seitenblätter zu bilden und nach oben aufzuwachsen. Die Blüte ist eher unscheinbar, meist weiß oder bläulich, ist aber von Bienen und Ähnlichen sehr gut besucht und soll deswegen ungewöhnlich grün gelassen werden. Ihn aussauen zu lassen kann man auch raten. Normalerweise etablieren sich dann kleine Oregano-Pflänzchen überall im Garten und man kann sie entsprechend zusammensetzen. Der Oregano lässt sich sehr gut verpflanzen und ist auch so eine sehr schöne Gemüsepflanze. Wenn ihr sie nicht als Kräuter nehmen könnt, könnt ihr sie auch frisch für den Salat essen. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Oregano und lasst es euch schmecken.